Modest Mussorgskis packendes Volksdrama Kowantschina wird nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder an der Wiener Staatsoper aufgeführt. Der russische Theaterdirektor und Regisseur Lev Todin inszeniert, Semjon Pitschkow dirigiert die Fassung von Dmitri Schostakowitsch, Ferruccio Furlanetto singt den Fürsten Iwan Kowalski. Er ist skrupellos und machtgierig, dieser Fürst des 17. Jahrhunderts, den Ferruccio Furlanetto so ausdrucksstark singt. Er hat die absolute Macht und er ist schrecklich für einen Teil der Bevölkerung und gut für den anderen, wie das ja heute auch ist. Man spürt die Verehrung der Menschen, die Liebe, den Hass, den Schmerz. Man fühlt Mütterchen Russland. Auch der Russe Ein Anger beeindruckt in der Partie des religiösen Fanatikers Dossifei. Mit der statischen Inszenierung kann er sich nicht so recht anfreunden. Das ist ein großes schwarzes Loch und wir versuchen da etwas musikalisch ausbringen. Wir sind wirklich gefesselt da in einem Käfig und so ist es. Oper im Käfig. Mussorgskis aufwühlendes, chaotisches und gerade heute aktuelles Musikdrama wurde von Regisseur Lev Todin als statisches, nahezu konzertantes Requiem inszeniert. Im Eisengerüst werden die Sänger hinauf- und hinuntergefahren. Arien, Duette, Terzette, Chöre werden zu ebener Erde und im ersten, zweiten oder dritten Stock gesungen. Mussorgskis Musik ist meiner Meinung nach so monumental, dass realistische, alltägliche Bewegungen und Handlungen nur lächerlich wirken würden. Macht- und Glaubenskämpfe, Morde, Liebesszenen und Revolten, alles wird in 4,5 Stunden stilisiert oder gar nicht gezeigt. Einzige Ausnahmen, ein seltsames Striptease oder bäuerlicher Sexrummel. Für den Regisseur ist Mussorgskis Oper nicht nur Spiegel der russischen, sondern der Weltgeschichte. Auch heute kämpft jeder gegen jeden und behauptet, die Wahrheit auf seiner Seite zu haben, obwohl es ihm nur um die Macht geht. Die junge Russin Elena Maximowa sorgt in der Partie der empfindsamen und durchtriebenen Marfa für Wohlklang und ist sich der Aktualität des Werkes durchaus bewusst. Die Geschichte dreht sich im Kreis und alles wiederholt sich. Wenn man sich dessen bewusst ist, wird man die Fehler nicht wiederholen. Deshalb ist es gut, dass wir es jetzt zeigen und die Leute sollen darüber nachdenken. Eine musikalisch durchwegs überzeugende Produktion. Wie aktuell diese Oper heute ist, erfährt man nicht. Spannendes Musiktheater wurde in der Staatsoper in Pension geschickt. Hoffentlich nur vorübergehend. Nächste Woche in Bravissimo, Cecilia Bartoli als Bauernmädchen Clary in Zürich. Eine Oper mit einem beinahe unaussprechlichen Namen hat heute Abend in der Wiener Staatsoper Premiere, Kowantschina von Mussorgski. Vor mehr als 20 Jahren war das mehr als dreistündige Werk zuletzt an der Staatsoper zu hören. Kein Wunder, die Oper stellt an alle extreme Anforderungen. Dunkel und klaustrophobisch mutet die Bühne an. Wenig Platz für Chor und Solisten. Es geht um den Kampf zwischen alten und neuen Kräften im Russland des 17. Jahrhunderts. Ferruccio Furlanetto gönnt sich als Fürst Kowalski nicht nur jeden erdenklichen Luxus, sondern führt auch eine Schreckensherrschaft, der viele zum Opfer fallen. Kowantschina könnte man salopp auch mit Kowalski-Barbarei übersetzen. Die Geschichte erzählt natürlich von dem nie endenden Kampf zwischen angeblichen Ideologien, hinter denen das zügellose Streben nach Macht steht, welches wiederum eine zügellose Grausamkeit hervorbringt. Eine Geschichte, die ihre Gültigkeit nicht verloren hat. Auch musikalisch war Mussorgski seiner Zeit voraus. Seine Musiksprache verweigert die damaligen Moden und schöpft aus der russischen Sprache den ihr eigenen Rhythmus und die spezielle Dramatik.
als 20 Jahre ist es her, dass man Mussorgskis Kowantschina in der Wiener Staatsoper gab. Das russische Meisterwerk rund um Politik und Macht, Liebe und Intrige. Für mich als Russin ist es eine besondere Ehre, diese Rolle als Marfa. Die Musik spricht mir aus tiefster Seele. Haben Sie eine russische Seele? I hope yes. Das ist eine so starke Musik, dass auch wenn man sie zum ersten Mal hört, hat man schon den Eindruck, dass man schon einiges kennt. Bei der Premiere wurde das Orchester mit seinem Dirigenten Semyon Bitschkow gefeiert. Der Chor und das Ensemble riefen wahre Jubelstürme hervor. Vor allem für die musikalische Seite. Die Szene wird immer etwas kontrovers gesehen, das wissen wir. Der Regisseur stellte sich nicht dem Publikum. Waren es die vielen Buhrufe? Das habe ich mich auch gefragt. Wir haben ja eine sogenannte Applausordnung, wo drin steht, wer sich wann verbeugt. Meine Kollegin holte den Dirigenten auf die Bühne und ich sollte den Regisseur holen, aber der war nirgendwo auffindbar. Ich lasse mich nicht so gerne vor den Vorhang bitten. Bei uns in Petersburg überlässt man den Applaus den Darstellern. Außerdem fand ich es besser, unten zu sitzen. Ich glaube, er hat den Weg zur Bühne nicht gefunden, weil er saß ja immer draußen und war selten auf der Bühne.